HSW hat mit agilen Arbeiten, mit Partnern, die agil unterwegs sind, Erfahrungen, aber speziell in meinem Bereich war das nicht so. Das heißt gerade das Thema, ja, wie wird ein Projekt agil durchgeführt? Was heißt Agilität überhaupt? Ja? Was gibt es da für Rahmenbedingungen? Was für Skills brauche ich da? Da sind natürlich erstmal Welten aufeinander geprallt. Wir haben auf der einen Seite einen Konzern mit 16.000 Mitarbeitern, weltweit agierend. Auf der anderen Seite einen kleinen agilen IT-Dienstleister. Ein Konzern wie die KSB ist es natürlich gewohnt gewesen, über die letzten Jahre Aufträge auszusprechen, bei denen sie genau wissen, wann sie etwas bekommen, in welchem Umfang sie etwas bekommen und wie viel sie dafür bezahlen müssen. Das steht natürlich in krassem Widerspruch zu einer agilen Produktentwicklung. Wie wir das gelöst haben, ist tatsächlich, würde ich sagen, positive Beharrlichkeit. Das war eine Herausforderung, das am Anfang zusammenzubringen. Das Positive und tatsächlich 80% der Miete war, dass die KSB unbedingt agil arbeiten wollte. Und auch alle Fachbereiche, die letztendlich dann zum Gelingen des Projekts beigetragen haben, sind natürlich so ein Stück weit auch in diese Projektkultur, die wir da aufgebaut haben, reingewachsen. Es war ja weniger eine Frage von Tools oder von Systemen oder von sachlichen Themen, sondern vielmehr eigentlich ein Mindset, was dann das Projekt eigentlich so zum Erfolg gebracht hat.